So, jetzt die gleiche Sache mit einem Shuffle. Jetzt beim Shuffle ist natürlich so, wo ist da das Fließende in der rechten, in der Führungshand? Wo kann man was vom Groove übernehmen in das Fill-in? Und vom Spielgefühl her werdet ihr gleich merken, sind es, also das wäre jetzt mein Vorschlag, ist es eben dann nicht der Shuffle-Rhythmus, den wir einfach auf zwei Hände verteilen. Das wäre quasi niedere Drehzahl, wenn man das machen würde. Das fühlt sich an, als wäre man eigentlich eine Stufe drunter, sondern das entsprechende, was man auch bei den Achtel-Grooves oder den Sechs-Achtel-Grooves hatte, wäre Triolen, weil unsere rechte Hand, unsere Beckenhand spielt in diesem Fall den ersten und den dritten Schlag von einer Triole, also 1E und 2E und 1E und 2E und 1E und 2E und. Und wenn man den weiterführt, dann hätte man, und dazu die linke Hand nimmt, hat man schon Triolen, eigentlich dann Vierteltriolen. Wenn man die linke voll mitspielt, sind es Achteltriolen. Ja, es wird nicht bei jedem Beat quasi neu eingesetzt, wie beim Shuffle, 1 und 2, sondern 1, 2, 1, 2, 1, 2. Würde dazu führen, ich mache das jetzt gleich mal mit der Ghost Note Hand, dass man insgesamt das Gefühl hat, man spielt Triolen. Dementsprechend, wenn man die linke laut spielt. So, und ich spiele es jetzt mal in einem doppelten Modus, also quasi doppelte Länge. Nehmen wir das so, machen wir 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, Fill-in. Also im vierten Takt ist es Fill-in, drei Takte Groove, ein Takt Fill-in. Es ist immer die Regel, Groove, Fill-in im Verhältnis, so machen wir es im Augenblick, im Verhältnis immer 3 zu 1. Am Schluss haben wir ein Viererpacken, aber wir teilen diesen Viererpacken quasi in vier Abschnitte. Drei Viertel ist Groove, ein Viertel ist Fill-in. So ist gerade unsere Länge. Und genauso machen wir es jetzt auch. Drei Takte Groove, ein Takt Fill-in. One, two, three. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Jetzt mache ich mal die vollen Triolen. Jetzt mache ich das Ganze mal mit einem Halftime-Shuffle. Das war jetzt der normale Shuffle. Das Time läuft genau, also der Groove läuft genau auf dem Beat. One, two, three, four. Jetzt geben wir mal ein Halftime. Bedeutet, die Hauptschläge laufen auf 1 und auf 3. Downbeat weiterhin auf 1. Backbeat ist aber jetzt auf 3. One, two, three, four. One, two, three, four.
Alles klar. Na, ihr merkt, das Hauptding, wo wenig kreative Fill-ins draus entstehen, ist, wenn man sich auch traut, mal woanders drauf zu hauen und einfach mal zu hören, was passiert denn da. Alles klar. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.